Wenn sie cool sind, dürfen sie nicht pleite sein. Wenn sie cool sind, sollten sie spätestens mit 40 finanziell frei sein. Alle, die jünger sind. Ja, ich glaube das wirklich. Jetzt fragen wir uns mal, es steht oben auf der Seite 4, warum sind denn dann so wenige mit 40 finanziell frei? Dafür gibt es 4 Gründe. Der erste Grund ist, es gibt 4 große Probleme des Geldes und der erste Grund ist, Geld hat ein Leck in sich selbst. Geld wird weniger, das ist die Natur des Geldes. Die meisten Menschen denken, es muss ja mehr werden. Nein, es wird weniger. Frisst sich selber auf durch die Inflation. Jedes Geldsystem ist so aufgebaut. Der römische Kaiser hat immer noch von den Münzen was abknipsen lassen, hat das die Fetzen da, die Bröckchen eingeschmolzen und hatte dann mehr neue Münzen machen können. Und das ist in jedem Geldsystem drin. Was ich Ihnen jetzt sagen möchte, ist etwas ganz Wichtiges. Als ich mit 26 Jahren pleite war, oder wenn es Ihnen teilweise heute nicht so gut geht, ich weiß ja nicht, wo Sie stehen. Normalerweise sind immer ein paar pleite, ein paar irgendwo so am Anfang, ein paar sind schon weiter und manche sind schon durch. Aber wenn es Ihnen nicht gut geht finanziell, wie mir damals, heißt das nicht, dass Sie blöd sind. Das war die erste wichtige Lehre, die ich für mich bekommen müsste. Ich war gar nicht blöd, sondern es ist natürlich. Geld hat ein Leck in sich selbst. Zweitens, unser Gehirn ist nicht gemacht, um automatisch mit Geld gut umzugehen. Wir sind Wesen, die aus der langen Evolution bestimmte Grundsätze mitbekommen haben. Und wenn wir Hunger hatten, unsere Vorfahren liefen durch die Steppe und sehen dann da plötzlich so einen Mammut, dann haben wir gefressen, bis wir umgefallen sind. Dann haben wir reingehauen. Und diese gleichen Programme, die haben wir in uns selbst jetzt auch noch. Auch in Bezug auf Geld. Wenn jemand an Geld kommen kann und hat es nicht komplett durchdacht, dann wird er sich das Geld holen und wird es ausgeben. Evolutionäres Programm. Diese Programme haben uns früher am Leben gehalten. Und heute bringen sie uns finanziell um. Müssen wir nur verstehen und dann auch verstehen, was wir stattdessen tun sollten, ohne gegen die Evolution anzukämpfen. Da haben wir nämlich kaum eine Chance. Deswegen machen wir dann eben Konsumkredite, haben einen Dispo, all solchen Unfug. Sparen nicht. Der dritte große Grund ist, wir verlieren Geld immer, wenn wir es benutzen. Das sind die offenen, die versteckten Gebühren. Das sind falsche Entscheidungen. Ja, und in der Summe ist das dann finanzielles Versagen. Und viertens, wir haben falsche Geschichten in Bezug auf Geld. Die haben wir alle bekommen. Falsche Geschichten in Bezug auf Geld. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen im Flieger, es geht aber nicht los und Sie fragen die Crew, irgendeine Stewardess, warum geht es nicht los? Ja, der Captain fehlt noch. Und auf einmal sagt sie, da kommt der Captain. Und dann kommt so ein 6-Jähriger in Kapitänsuniform. Geht so fröhlich an Ihnen vorbei und sagt zu Stewardess, ist das der Captain? Ja, das ist der Captain, der fliegt uns jetzt. Dann wären wir, gelinde gesagt, nicht beruhigt, stimmt's? Ja, wissen Sie, wer der Captain unseres finanziellen Flugzeugs ist? Bestenfalls ein 6-Jähriger, wahrscheinlicher ein 3-Jähriger. Nämlich derjenige, der die Glaubenssätze zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr aufgesogen hat, in einem Sinngeflecht von all dem, was um ihn herum ist. Das wissen Sie nicht, Sie sind hochintelligent, Sie haben sich weiterentwickelt. Aber der Pilot für Ihre Kohle, für Ihr Geld ist noch der 6-Jährige. Und dann wundern wir uns, dass der hin und wieder mal richtig kräftig Mist baut. Zusammen mit den evolutionären Problemen, die wir da haben, die uns damals das Überleben gesichert haben, uns aber jetzt finanziell umbringen, wenn wir nichts dagegen tun. Es ist also völlig normal. Frage dann, warum können die Reichen es trotzdem?